Guten Abend. Ich habe mir gedacht, ich nehme Sie heute Abend mit zum Abendessen. Ich gehe mich mit meinem technischen Leiter hier und mit meinem Business Manager zum Abendessen und da zeige ich Ihnen mal, wie richtiges chinesisches Essen ist. Also, wir sehen uns gleich. Jetzt befinden wir uns auf dem Weg zum Restaurant und es ist wie überall in China hier einfach viel zu viel Verkehr. Aber ist das ein Wunder, wenn die Deutschen ein Drittel der Automobilproduktion nach China verkaufen? Irgendwo müssen die sich ja dann auf der Straße tummeln. Wir sind gleich da, zeige ich Ihnen das Restaurant. So, jetzt sind wir da. Schauen wir mal, ob wir einen Parkplatz finden. Es ist sehr erstaunlich. Das Lokal ist ziemlich groß. Sie werden das nachher sehen und es ist immer voll. Come in, I invite you for dinner. Ich vergesse natürlich wieder, dass ich Englisch und Deutsch. Also ich lade Sie jetzt mal zum Essen ein. Schwierig, hungrig werden Sie wahrscheinlich hinterher immer noch sein. Also kommen Sie mit. Ich gehe mal rein. Ni hao. Okay, und hier sehen wir jetzt das große Lokal und das ist manchmal richtig voll, da werden viele Hochzeiten gefeiert, dann ist das knacke, dicke voll. Und jetzt gehen wir in einen speziellen Raum. Also, sie sagte gerade, Eshizhou, das ist Raum A19. Aber wir werden jetzt sehen. Oh, hier gibt es dann auch noch andere Räume. Hello, Herman. Hello. And here's Stone. Stone Lu is a business manager. And Herman, you know Herman already from the IC4. Das Essen bekommen. Jetzt sagen wir mal Cheers. Cheers to everybody. Cheers. Herzlich willkommen beim chinesischen Essen hier. Ich werde es gleich noch mal ein bisschen näher zeigen. Zum Wohl. Und jetzt schauen wir uns das mal hier an. Also in China bekommt man immer verschiedene Gerichte, also nicht wie bei uns alles auf einem Teller, sondern eben, oh, die Shrimps, die haben wir schon aufgegessen, weil wir schon richtig Hunger hatten. The shrimps were good, huh, Herman? Yes. And we could not wait till the other things were coming. Huh? These are yuanbei, das sind Jakobsmuscheln mit Nudeln und Garlic mit Knoblauch. Und hier haben wir ein Sonderangebot für einen Fisch bekommen heute. Sieht ganz gut aus, also richtig, richtig schön gemacht. Also das ist bestimmt richtig ordentlich. Und wie gesagt, da gibt es noch Gemüse. Es gibt ja keinen Salat hier, es wird alles gekocht. Und ja, die Shrimps, die sind schon weg. Schade. Okay, was heißt schade? Waren gut. Aber ich kann sie Ihnen jetzt leider nicht mehr zeigen. Gut, okay. Und jetzt wünsche ich uns einen guten Appetit. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Okay. Hello.